Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Talk, einem neuen. Und zwar will ich hier jetzt heute, also ich weiß, habe jetzt so Hauruck-Aktion gemacht, ich weiß noch gar nicht, über was ich alles reden will. Ich habe mir nur eins in den Kopf gesetzt, und zwar Fans in der Bundesliga und Pyrotechnik und sowas. Und ja, da wollte ich mal anfangen. Also diesmal sage ich, mache ich keinen Counter unten rein. Das war wirklich viel Arbeit, das glaubt ihr zwar nicht, aber es war richtig viel, wirklich. Auf jeden Fall, ja, Fans in der Bundesliga. In der Bundesliga sind, finde ich, die besten Fans von der Stimmung her. Muss ich leider zugeben, auch als Bayern-Fan. Wie heißt der Verein hier? Dortmund hat die besten Fans, muss man so sagen. Die gelbe Wand übertrifft alles. Übertrifft auch ganz viele ausländische Vereine. Das ist wirklich geil, was die zeigen. Respekt dafür. Und ja, ich finde leider auch, dass die Bayern-Fans, also kommt immer drauf an, manchmal sind sie laut, manchmal nicht. Auswärts zum Beispiel sind sie ganz schön laut, finde ich persönlich. Und machen da relativ gute Stimmung. Aber halt zu Hause ist manchmal gar nichts los. Aber wenn sie wollen, dann geht's auch ab und zu. Aber naja, da geht bestimmt auch noch mehr ab und zu. Und ja, die zweitbesten Fans in der Bundesliga wären vielleicht die von Bremen, finde ich. Weil Bremen, also jedenfalls ist es mir noch nie so toll aufgefallen, wie die Bremen-Fans so sind, aber ich habe das gesehen, als Bremen halt abstiegsgefährdet war, da haben die so geile Stimmung gemacht. Besser geht's gar nicht. Und da finde ich, sind die auch eine, also sind mit die besten. Dann Hamburg hat noch geile Fans, da war ich ja beim Spiel gegen die Bayern. Und ja, ihr könnt mir auch mal runterschreiben, was ihr so haltet, also von den Fans in der Bundesliga, was ihr so denkt. Wer die Besten hat, wer nicht. Und naja, dann Pyrotechnik, was ich davon halte. Und zwar, ich halte von Pyrotechnik, ich weiß nicht. Ab und zu finde ich es ganz schön. Also sieht ganz schön aus, aber es ist halt, und das darf man nicht vergessen, relativ gefährlich. Wenn da einmal ein Ding auf ein Kind drauf fällt, dann haben wir den Salat. Und ja, da kann halt auch mal was Schlimmes passieren. Das darf man nicht unter den Tisch kehren, auch wenn die Fußballfans immer sagen, ach komm, so schlimm ist das ja doch gar nicht. Aber ich finde, das ist doch schon ganz schön gefährlich, auch wenn es ab und zu schön ist. Es wäre geil, wenn man irgendeine Lösung dafür finden könnte, dass es nicht so gefährlich wäre. Irgendwie, dass man es leichter löschen kann oder irgendwie sowas. Das kann man ja gar nicht löschen, das muss ja abbrennen, glaube ich. Und es wäre vielleicht ein bisschen besser irgendwie halt. Oder wie dumm die Fans auch manchmal sind, wenn sie das einfach mal wegwerfen aufs Spielfeld. Das ist ja auch richtig hohl eigentlich. Und ja, dann wartet kurz, ich wollte unterbrechen, mach ich doch, nee mach ich nicht, egal. Und halt Pyrotechnik ist halt ab und zu ein bisschen scheiße, weil die Fans auch dumm damit umgehen, weil die sind halt auch alle besoffen bis zum Miet nicht mehr, muss man auch sagen. Ist mir in Hamburg ganz doll aufgefallen, wie viele da besoffen waren. Das ist echt krass. Und ja, könnte halt gerade deswegen ein bisschen gefährlicher werden, wenn die besoffen sind und dann nicht wissen, wohin damit. Und ja, da kann schon ab und zu mal, wenn man Pech hat, ein bisschen Scheiße passieren. Aber naja, wollen wir nicht hoffen. Ich mache das Video übrigens nur, damit ihr eins habt. Sonntag kommt nämlich keins, da bin ich nicht zu Hause, da penne ich beim Kumpel. Und da kann ich auch nicht hochladen dann. Und ich habe eh momentan nicht die Motivation, was aufzunehmen, aber keine Angst, ich werde was aufnehmen, bald nicht so wie Allotrix oder so. Nur halt heute habe ich überhaupt keinen Bock. Und ja. Dann noch nächstes Thema, was ich mir überlegt hatte, also mir eben gerade so im Kopf halt, ob die deutschen Teams jetzt so eine Vormachtstellung in Europa haben.
nach diesen Halbfinals und jetzt Champions League Finale von Deutschen. Und ich finde, dass nein, also noch nicht, nur weil es ein Jahr so passiert, finde ich, dass die deutschen Teams keine Vormachtstellung errungen haben. Ich finde immer, Spanien ist ein bisschen die Nummer 1, aber Deutschland ist halt näher dran. Ich finde jetzt, Deutschland hat Frankreich schon lange überholt und hat jetzt auch England überholt, finde ich persönlich so. Erster Spanien, zweiter England, zweiter Deutschland, zweite, also die Ligen halt, die vom Prestige her, dritte England, vierte Italien, ne, Italien und Frankreich sind so ein bisschen gleich, ist ja in letzter Zeit nicht mehr so, um die, also vor allem um die italienische, und ja, ich finde, das ja, ist halt nicht mehr, also ist noch nicht so ausgeprägt. Wenn Dortmund auch nächstes Jahr so weit schafft, und Bayern auch. Bayern hat es ja jetzt 3 Jahre oder so relativ gut hingekriegt. Dann ja, könnte es durchaus passieren, dass Deutschland die beste Liga wird. Und dass dann halt auch viel mehr Stars hierher kommen. Was natürlich sehr geil wäre. Stellt euch vor, ein Messi in der Bundesliga. Nein, das wäre irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Aber naja. Ich finde halt, ja, ich find's geil, wie die deutsche Liga sich entwickelt. Als ich noch klein war, haben die noch gar keine Rolle in Europa gespielt. Eigentlich gar keine, wirklich. Also 2005 war das. Vor 7 Jahren. 8, Entschuldigung. Da war ich, ja, ich weiß nicht mehr. Egal, wir haben Pünks-Fan. Und, ja, ist halt so, dass die deutsche Liga sich gut entwickelt und ja, dann werden wir Spanien höchstwahrscheinlich irgendwann überholen, wenn die jetzt nicht sofort zurückwenden. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Dann ein Thema. Und zwar, wer ist aus meiner Sicht der beste Fußballer der Welt? Und dann Stürmer der Welt, Mittelfeldspieler und Verteidiger und Torwart. Aber ich fange erstmal an mit bestem Spieler der Welt und bester Spieler für mich. Ist immer so eine schwere Sache zwischen Messi und Ronaldo, weil Messi ist Weltklasse, das darf man nicht vergessen. Der ist teilweise echt richtig krass, was der manchmal macht. Aber es ist halt auch so, dass Messi auch ganz schön viele schlechte Tage hat. Und die hat Ronaldo zum Beispiel nicht. Aber ich finde die beide irgendwie auf dem gleichen Niveau. Ich kann da nicht sagen, der ist besser. Weil, nee, geht nicht. Entschuldigung. Das kann ich nicht sagen, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Weil die halt beide sich immer wieder irgendwo übertreffen. Ronaldo Freistöße, okay, kann Messi auch. Ist auch kein Argument gefunden. Schnelligkeit auch relativ gleich. Dribbling ist vielleicht Messi ab und zu ein bisschen besser, weil in so kleinen Raum den Ball so zu behaupten, wie er das manchmal macht, das ist auch ganz schön krass. Aber ich kann da halt keine richtige, also keine Entscheidung fällen. Ja, dann fangen wir mal an mit auf den Positionen, wer der Beste für mich ist. Und Torwart der Beste, ich weiß nicht, ganz sicher bin ich mir nicht, aber ist momentan für mich Manuel Neuer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da vielleicht ein Casillas vielleicht doch noch ein bisschen besser ist. Oder, naja, egal. Als Neuer, dann noch, dann Defensive. Wer ist denn in der Defensive für mich? Für mich steht in der Defensive Hummels ganz weit oben, aber noch nicht ganz oben, glaube ich. Ich glaube da eher der Piqué ist da, glaube ich, einer der besten. Ja, ich würde mich dann noch mal auf Piqué festlegen, obwohl ich mir auch hier wieder nicht ganz sicher bin. Mittelfeld, oder wir machen so, besser Spielmacher und dann Mittelfeld. Bester Spielmacher ist für mich Xavi oder Pirlo, kann ich mir auch nicht ganz entscheiden. Und dann kommt ganz kurz danach der junge Schweinsteiger. Okay, jung ist er inzwischen nicht mehr, aber Schweinsteiger macht das richtig gut teilweise. Ist echt auf einem anderen Niveau als vor 2 Jahren oder so, oder vor 3 Jahren. Der hat sich echt gesteigert. Und ja, bester Mittelfeldspieler, also jetzt ausgenommen von den Spielmachen. Özil wäre vielleicht noch ein guter Spielmacher, aber ich bin mir da nicht sicher. Normal im Mittelfeld, Iniesta vielleicht.
Oder ein Ribéry oder ein Robben. Der fällt mir da nicht ein. Ich vergesse bestimmt ganz viele gerade. Und der beste Stürmer. Ach, und Ronaldo habe ich vergessen. Und der beste Stürmer ist für mich Lionel Messi einerseits und Thomas Müller. Wenn man ihn als Stürmer sehen kann, man kann ihn auch ins Mittelfeld packen. Aber ich finde, der ist auch, hat sich so krass entwickelt, ey. Wenn man sich an die WM erinnert, da hat er gerade mal zwei Spiele oder so gespielt und dann ist er WM-Torschützenkönig geworden. Das war auch ganz schön krass. Naja. Also, das wären dann so meine Top-Spieler in den jeweiligen Positionen. Ihr könnt mir drunter schreiben, eure Top-Spiele und ja. Sonntag wird kein Video kommen. Ich hoffe, euch enttäuscht das jetzt nicht zu dolle. Und ja, ich verabschiede mich hiermit und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Let's Talk. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare drunter schreiben, worüber ich reden soll. Über Tim Wiese sollte ich reden, aber da wusste ich nicht genau, worüber jetzt. Also, na. Tschüss, haut rein.